Hallo? Meine Freundin hat ihre Tage. Ah, okay. Gut. Hallo? Hallo? Hat aufgelegt. Keine Ahnung. Ja, wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Stein schmeißen. Warum? Hallo? Junge, mit wem willst du da Keine Ahnung. telefonieren? Weggedrückt. Angela Merkel, bist du's? Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ja, Luca und ich wollten ein Lava-Video hochladen, weil Eigentlich, nee, eigentlich wollte ich heute ein ganz anderes Video hochladen, aber da Sandra und ich gerade eine Stunde lang uns gegenseitig in Sims erstellt haben Ja. und die übelsten Lachkeks geschoben haben, haben wir jetzt keine Zeit mehr für ein normales Video. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen Aber was? uns. Ach, Humor, jo. Ich hab mir gedacht, wir machen heute auf jeden Fall mal wieder ein Video, wo wir einfach quatschen. Ihr seht schon im Titel gar nichts, weil es tatsächlich um gar nichts geht heute. Dieses Video ergibt absolut keinen Sinn. Aber wir wollten euch einfach mal wieder, ja, belabern. Ja, Luca und ich machen übrigens gleich auch einen Roadtrip in die Heimat. Roadtrip, das ist eine Stunde, Stunde. eine Stunde 20? Ja, Sandra darf exakt null Musiklieder anmachen, weil das Ja. immer wieder schrecklich endet. Nein, oh Sandra, nein, 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 Sandra, nein, ich ich habe weiß einen noch. Song, ich darf einen Song. Ey, es ist immer Ein so. Song! Man sitzt mit Sandra. Sandra kam auch einfach an, meinte so: Darf ich einen Rucksack zumindest bei mir? Ich so: Digga, du kannst alles mitnehmen, hä? Ja, Ich bin mit dem Auto umgezogen, Junge. ihr wisst ja, Luca hat ja jetzt einen Porsche. Ein Zweisitzer, weil. Genau. Sandra ist so eine, die sitzt dann mit dir im Auto und dann ist sie so: Ich habe ein Lied, das ist neu, das ist richtig gut. Und dann ist das Lied so ein halbes Jahr schon draußen und man hat Ja. schon so durchgehört. Und dann will ich das Lukas, aber so nee, fünfmal am Stück nee, nee, hören. nee. Luca ist momentan in so einer richtigen Ghetto-Phase. Was? So, yeah, Motivation, so richtige, so, als ob du so Boxmusik und so machst. Ich höre total gerne Happy Songs. Happy Songs, was ist dein Ja. Lieblingslied aktuell? Boah, ich habe viele. Also, ihr wisst ja, Scham, Scham und Sex war ja ultra lange mein Lieblingssong. Aber selbst ich kann es nicht mehr hören, was ich total schade finde. Übrigens, letztens war Nime auch bei uns in der City, hat Luca ein Bild Ja, geschickt. stimmt. Der war bei uns im Dorf einfach zu Hause. Warum war der da? Keine Ahnung. Wir Gott. haben jetzt einen neuen Club auch. Wir haben jetzt einen neuen Club im Dorf. Da, wo früher der Dings war, hinten Ja, an. aber wenn wir den Club jetzt nennen, dann haben wir alles geleakt. Ja, weil Sandra wohnt da gegenüber quasi, deswegen, Ja, ja. und das ist echt krass. Wir werden noch zur richtigen Metropole. Nein. Die haben Warum denn sich, glaube ich, nicht? nur verlaufen irgendwie. Man darf erst ab 18 in den Club und Ausweise werden nicht gefälscht, so wie ich es damals gemacht habe. Mich auch. Und ja, die spielen dann immer nur 20 Minuten und dann fahren die wieder nach Hause. Nein, das lohnt sich doch gar nicht. Vielleicht lag Doch, das auf dem 20 Weg und Minuten. die hatten Nein, woanders. 20 Minuten. Ja, aber vielleicht hatten die dann irgendwo anders einen Gig oder Nee, sowas. 20 Minuten, Top 5 Songs und nach Hause. Und dann nochmal, hey Leute, Ja, geile aber vielleicht waren die von in Köln, hatten einen Gig und hatten dann den nächsten Nacht. Gig in Hamburg und sind dann über Bielefeld so mäßig Ja, aber gefahren und dann. waren dann kurz da. Genau, und dann fahren die ganz spontan in diesen Nein, aber die planen das Minicab. doch, die planen das Ja. doch. Und dann planen die, okay, wenn der Gig da zu Ende ist und der nächste startet da, dann fahren wir auf dem Weg und dann buchen wir noch da einen Club und dann kriegen die vielleicht einen Taui kurz auf der Hand für Boah, 20 ich glaube Minuten oder so. 20.000 kriegen die dafür. Nein, Doch. doch nicht Ja. für 20 Minuten in so einem Land. Doch. Der ganze Laden kostet nicht mal 20.000. Ja, das geht bei uns so ab. Ich war, hatte Hier jetzt kommt gerade auch. ein Anruf rein. Ja, okay. Hallo? Ich bin gerade hier am Livestream. Aha, okay. Ja, und? Ja, das war der Montana Black. Weggedrückt. Nee, ich wollte auch sagen, ich hatte letzte Woche übelst Magen-Darm. Ich bin aufgestanden. Chillige Themen hier. Ich, guck mal, Donnerstag ging es mir noch ganz gut. Dann bin ich Freitag aufgestanden und um 6 Uhr morgens und ich hab schon. Hattest du schon mal Magen-Darm? Luca, jetzt such nicht den Bus! Hattest du schon mal Magen-Darm, ja oder nein? Ich hatte noch nie. Ich habe noch nie gekotzt, außer von Alkohol. Sonst habe ich Boah. noch nie gekotzt. Ja, Salamé, Alter, Gott hat dich gegnadet, mich nicht. Ich bekomme diese Scheiße nämlich jedes Jahr. Du Ich bist habe auch so schon ein Mensch, einmal Magen. Ja, du ich habe kotzt und einmal. kackst dann gleichzeitig, Ja, ne? ich habe nämlich Durchfall und Kotzeritis gleichzeitig. Ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr Magen-Darm. Habe ich euch noch auf FaceTime angerufen, weißt du noch? Nee. Doch. Nee. Doch, da haben wir mit unserer ganzen Gruppe gefacetimed, wo ich meinte, ey, muss jetzt kotzen.
Ah, stimmt, dann hast du dich gemutet und warst auf dem Klo bei deinen Eltern, ja, warst, ja. Bei deiner Family zu Hause, ja. Ne? Und ich bekomme es jedes Jahr und jetzt hat es mich natürlich wieder im schönen Oktober getroffen. Oder ist noch September? Es ist September. Nein, es ist schon Oktober. Ja? Ja. Oh. Ja, hat es mich getroffen, bin aufgestanden mit ultrafetten Magenschmerzen. Wie kurz war denn der scheiß September? Ja, Wahnsinn, ne? Monate gehen aus. Wir haben schon November, Luca. Bist du vom Dummheitsbaum gefallen oder was? Nächste Woche schon Ende November, Ende Oktober. Ja, ich wollte noch mal meine Kotz-Story zu Ende erzählen. Ja, ja, da sind wir auch alle dran interessiert. Dann stehe ich auf. Was? Ich bin gespannt. Ja, dann stehe ich auf. Wie ein Flitzebogen. Und ey, bei mir ist ja zum Glück, die Toilette ist hier und daneben ist die Badewanne. Nein. Dann habe ich in die Badewanne gekotzt und auf Toilette geschissen. Ja, habe ich gemacht. Alter, ja, Respekt, Bruder. Ich wusste nicht, dass du so am Chillen bist. Was laberst du? Ja, habe ich einfach mal spontan in die Badewanne gekotzt. Oh. Ja, wir rufen da an. Hallo? Kannst ja nochmal anrufen, wenn du losfährst oder so. Okay. Haben wir alles geklärt, besser ist das. Ich schalte mal die Leitung um, ne? Aufs Sibyllenkrankenhaus. Aufs Sibyllenkrankenhaus? Hallo, Luca muss operiert werden! Stimmt, der hat ja nur 1,5 Eier, stimmt, Alter. Hab ich ja glatt vergessen! Wann, Luca, wann hast du denn so Zeit? Wann hast du denn Zeit? Wollen wir direkt jetzt machen, Warte, wann hast du denn Zeit? Oh, der hat jetzt Zeit! Ah, du hast aber vor 2 Stunden gegessen, geht nicht wegen Narkose. Morgen geht auch, ja, morgen geht auch. Ich komme auch als Begleitperson dazu. Ich gehe auch gern mit in den OP rein, alles klar, ja. Ich schenke ihm ruhig ein halbes Ei, ja. Für was steht OP eigentlich? Für was ist das die Abkürzung? Operation. OP ist die Abkürzung für Operation? Ja, Operation. Ich dachte, das wäre irgendwas Englisches und würde irgendwie... Wofür steht DHL? Deutsche Handelslogistik. Für was steht BMW? Bald mein Wagen. Mein Wagen! Ja. Oh, wir sind schon bei 9 Minuten 15. Ja. Video auch Hallo, Bus, kannst du mich abholen? Ja, Sander macht tatsächlich bald ihren Führerschein. Was noch so passiert? Wir waren heute zusammen was essen, haben mal wieder viel zu viel bestellt, die Hälfte mitgenommen. Ah, du Scheiße, das steht auch oben mit der Mayonnaise die ganze Zeit auf der Küche in der Sonne. Gut, das können wir, glaube ich, nicht mehr essen. Ja, essen wir in deinem Auto. Genau. Ja. Ja, sonst machen Sander und ich dann gleich den Roadtrip. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefällt, wie Sander und ich uns unterhalten, dann hört euch gern die neue Podcast-Folge an. Die ist nämlich jetzt online. Sander und ich haben in der letzten Woche Jeremy Fragrance zu Gast gehabt. Stimmt. Und reden in der Folge, die jetzt online gegangen ist, darüber, wie das alles so war, weil das ein bisschen Wellen geschlagen hat, was der da so erzählt hat. Wir haben uns über das Luciano-Konzert unterhalten, wo du warst. Wir haben uns darüber unterhalten, wie ich 4-mal an einem Abend gekotzt habe im Club. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Sandra in Paris war. 3 Nächte, aber nur 2 Tage, komischerweise irgendwie. Es war sehr, sehr lachkig, also hört euch die neue Folge an und... Ja, wir sehen uns in alter Frische übermorgen wieder, ne? Oder lädst du jeden Tag Video hoch? Oder nee, übermorgen kommt ein neues Video. Ja. Übermorgen kommt ein Minecraft-Video, glaube ich. Oh. Minecraft-SpongeBob. Ja. Sandra zum Ende. 3, 2, 1.